Ja, Phonetik und Phonologie der romanischen Sprachen. Heute fangen wir mal an mit dem phonetischen Aspekt. Eben, was hat es überhaupt auf sich mit Lauten? Phonetik ist ja die Lehre der Laute. Und genau, das wollen wir uns etwas näher ansehen. Und ja, da gibt es so eine kleine Illustration. Diese Illustration ist aus meinem Buch Einführung in die italienische Sprachwissenschaft. Also wer von Ihnen Italienisch macht, wird da schon gesehen haben, dieses Bild. Da geht es um die Einteilung der Phonetik, was die Phonetik im Einzelnen macht. Ja, das lässt sich in drei Abschnitte einteilen. Einmal die artikulatorische Phonetik, da geht es um die Hervorbringung von Lauten. Und was oft vergessen wird, ist, dass es da nicht nur einfach um das Sprechen geht, was natürlich hier im Vordergrund steht, sondern auch also um das Aussprechen der Laute geht, sondern es geht auch darum, welche neuronalen Prozesse stattfinden im Gehirn, damit letztlich Laute hervorgebracht werden können. Das eigentliche Hervorbringen der Laute wird Artikulation genannt. Manchmal liest man auch das Wort Phonation, deshalb steht es hier, Phonation, also Lautgebung. Aber man ist eigentlich heute mehr bei dem Begriff Artikulation aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass man, wenn man von Artikulation spricht, auch solche Phänomene beschreiben kann, die über das Lautliche hinausgehen. Also zum Beispiel kann man sich auch mit Gebärdensprache beschäftigen, wo ja Laute jetzt nicht so eine große Rolle spielen, wo aber auch Artikulatoren zugange sind und Artikulation stattfindet. Und die ganze Geschichte ist ja so, dass selbst bei Nicht-Gebärdensprache es etwas gibt, was über das rein Phonische hinausgeht. Also zum Beispiel auch da das Mundbild. Es gibt so Verhörer, wenn man halt irgendwie Leuten auf den Mund schaut und da kommt was anderes als das, was man hört. Dann richtet man sich mehr nach dem, was man sieht. Da gibt es Experimente dazu. Also Phonation umfasst das Ganze nicht so richtig. Also Artikulation ist meistens besser, umfassender. Und außerdem gibt es noch ein anderes Wort, eine andere Erklärung oder einen anderen Inhalt für Phonation, auf den wir auch heute noch kommen werden. Das ist nämlich auch so ein bisschen, also dass ja, irgendwie durch Luftstrom Laute gebildet werden. Das wird oft auch als Phonation bezeichnet, so im engeren Sinne. Was das genau ist, werden wir nachher noch sehen. Also von daher ist Phonation auch nicht so eindeutig wie Artikulation. Aber man liest oft beide Begriffe für die Umsetzung von den Dingen, die im Kopf passieren, in Sprachlaute, die dann eben in der Regel bei der Lautsprache dann aus Mund und Nase nach draußen gehen. So. Wie Laute gebildet werden, ist halt eine Sache, die die artikulatorische Phonetik beschreibt. Dann gibt es die akustische Phonetik, da schaut man sich an, was ist da, wie sehen die Schallwellen dieser Laute aus, man versucht die Laute zu beschreiben, unabhängig von der Artikulation, also als Schallereignisse und kann natürlich die Schallereignisse auch sichtbar machen mit verschiedenen bildgebenden Methoden, insbesondere mit dem Sonagramm. Wir sehen uns nachher auch noch ein Sonagramm an. Das ist halt eine Abbildung von Schallwellen, wenn man so will. Also das ist typischerweise akustische Phonetik. Ja, und dann gibt es die auditive Phonetik, die beschäftigt sich mit dem Hören. Hören, genauer genommen, eben Reiztransformationen im Ohr und mit den neuronalen Prozessen des Hörens, denn natürlich muss im Gehirn das, was man hört, wieder umgesetzt werden, damit man dann sich eben auch letztlich versteht. Das Verstehen ist da noch mit drin. Man spricht dann auch ab und zu von perzeptiver Phonetik, also wahrnehmende Phonetik, aber meistens heißt es auditive Phonetik. Ja, also, der Schwerpunkt liegt natürlich hier auf Lautsprachen, weil wir uns ja mit den romanischen Sprachen auch beschäftigen wollen. Und da schauen wir uns jetzt mal an, welche Artikulatoren es gibt. Also, was alles zur Bildung der Laute nötig ist. Ja, und da fangen wir natürlich bei der Lunge an. Also, unsere Laute beginnen meistens in der Lunge, zumindest ist die sogenannten pulmonalen Laute. Es gibt noch andere, auf die kommen wir dann noch. Und ja, muss halt Luft aus der Lunge rausgepresst werden, da haben wir dieses Zwerchfell da unten, großer Muskel, der dafür Druck sorgt. Ja, dann fließt also die Luft durch die Lunge,
kommt in die Luftröhre, Trachea steht da ja auch, dann geht es also richtig los, aber an der Glottis. Glottis ist dieser Abschluss der Luftröhre, also am Kehlkopf, also praktisch der Verschluss des Kehlkopfs. Gut, da gibt es noch mehr, Kehldeckel, Epiglottis und so. Und da kann zum ersten Mal was passieren. Da passiert es nämlich, also die Glottis sind die sogenannten Stimmlippen oder die Stimmritze steht da. Die Glottis, Stimmritze befindet sich im Kehlkopf, Larynx. Oh, was fehlt da? Larynx steht da an der Seite. Das ist, die Abbildung ist auch aus meinem Buch, ist aber abgekupfert, wie Sie sehen, von Kohler, ein bisschen verändert. Abbildung von Kohler 1995, Atmungs- und Artikulationssystem. Also diese Stimmritzen können in Bewegung gesetzt werden, die schwingen und dann gibt es da so eine Öffnung, die dauernd auf und zu geht und dadurch entsteht das, was man manchmal auch Stimmgebung nennt oder eben Phonation. Stimmgebung in der Glottis, dadurch bekommt die Luft ja so eine Vibration, das klingt dann so wie können Sie auch fühlen, wenn Sie da anfassen, dann vibriert es manchmal. Ja, immer wenn Laute solche Vibrationen haben, dann nennt man sie auch stimmhaft, weil hier eine Stimmgebung stattgefunden hat. Und das passiert dort an den Stimmbändern, umgangssprachlich sagt man Stimmbänder, manchmal sagt man Stimmlippen, weil die so lippenförmig aussehen, wenn man da aufschneidet, oder Stimmritze, weil das ziemlich klein ist. Das sind also zwei so Klappen an der Seite, wirklich wie Lippen sieht das aus. Und da fließt die Luft durch. Ja, gut, die Epiglottis ist jetzt hier nicht so interessant und dann kommen wir in den Rachenraum, da geht es dann also weiter mit der Artikulation. Da spielt erstmal das Zäpfchen eine gewisse Rolle. Uvulum steht da auch. Rachenwand, weicher Gaumen, Velum, Velum, eigentlich das Segel, nennt man auch manchmal Gaumensegel. Das kann hin und her klappen. Ich zeige es Ihnen nachher nochmal ein bisschen größer. Dann der harte Gaumen, Palatum, der Nasenraum, da kann die Luft auch durchströmen, wenn man den Zugang zum Nasenraum offen lässt. Diese Klappe ist halt das Velum, das Segel. Dann kommen die Zähne, Dentes, der Mundraum, Oberlippe, Unterlippe, Zunge, und die Zunge spielt eine große Rolle, die kann da irgendwelche Verschlüsse und Engen bilden, Unterkiefer, okay, ja, Zungenbein ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also jetzt das Wichtigste geschieht halt im Mund und deshalb haben wir hier nochmal die Artikulatoren im Mundbereich, auch mit den entsprechenden Adjektiven dazu, denn die Adjektive brauchen wir nachher, um Laute zu klassifizieren, also um sie artikulatorisch zu klassifizieren. Ich werde das Ihnen gleich auch nochmal vorführen, artikulatorische Klassifikation im Vergleich zu einer akustischen, aber eben hier vor allen Dingen artikulatorisch. Also wo werden die Laute gebildet? Sie können mit den Lippen gebildet werden, labial, sie können dental gebildet werden, also an den Zähnen, alveolar, das ist das, was hinter den Zähnen ist, so einen kleinen Hügel, den Zahndamm, da können Laute gebildet werden. Zahndamm oder Zahntaschen, ne? Lateinisch alveolus, ist so eine Mulde, ja. Postalveolar dahinter, palatal noch weiter dahinter, das ist hier die Nummer 5, das Palatum ist der harte Gaumen, dann velar, also im Bereich des hinteren Gaumens, des Gaumensegels, dann uvula, das also mit dem Zäpfchen da, uvula, kleine Traube eigentlich, ja, Zäpfchen, was sich da hin und her bewegt. Und dann brauchen wir auch noch glottal, ganz hinten. Das ist eben genau diese Stimmritze, haben wir vorhin schon erwähnt. Apikal, die Zungenspitze, dorsal, der Zungenrücken. Und da sehen wir es auch schon, wie es funktioniert. Also entweder ich mache die Lippen zusammen, dann ist der Laut rein labial, da kann man eine Enge bilden. Ich kann da aber auch einen Verschluss bilden und den dann loslassen. B. Und da haben wir halt verschiedene Laute mit den Lippen gebildet. Ja, und mit der Zunge am Zahndamm oder hinter den Zähnen geht das eben auch. T, D oder so. Und dann nimmt man den Zungenrücken, kann den auch nach oben Richtung Palatum bewegen. Also Sie sehen immer, es ist immer ein oberer und unterer Artikulator.
also entweder bilabial oder labiodental, Lippe und Zahn, oder eben dann mit der Zunge, apiko, alveolar, apiko, dental geht auch, dann dorsal, dorsopalatal, dorsovelar, noch mit dem Zungenrücken. Meistens lässt man dann bei der Beschreibung der Laute die Zunge in der Bezeichnung weg, weil klar ist, irgendein Teil der Zunge ist immer beteiligt. Ja, gut, da habe ich jetzt immer Konsonanten genannt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Vokale. Da werden gewisse Engen gebildet. Also die Zunge wird angehoben an eine bestimmte Stelle. Und wenn dann die Luft durchströmt, die ja bereits ihren Ton hat, wird dieser Ton moduliert und es entsteht ein etwas anderer Ton. Also wenn die Zunge ganz unten ist, einfach nur Mund auf und Luft durch die durch den Kehlkopf strömen lassen, die Stimmritzen vibrieren lassen, da kommt halt ein A dabei raus. A. Und wenn ich jetzt die Zunge ein bisschen hebe, wird aus dem A ein E. Oder wenn ich sie weiter hinten hebe, ein O. Ich dann noch die Lippen runde, dann ist es mehr O, O. Und dann, wenn ich sie ganz hoch mache, die Zunge U. Und wenn ich sie weiter vorne hoch mache und die Lippen breit lasse, haben wir das I. Ganz oben I, Zunge etwas runter, E, Zunge weiter runter, Ä und eben ganz unten A. Ja, also die Bewegungen artikulatorisch sind auf diesen Punkten ungefähr, da muss die Zunge ungefähr hin und das ergibt halt so ein Dreieck. Und deshalb kann man artikulatorisch die Vokale in einem Dreieck anordnen. Sie haben das letzte Mal schon gesehen, Dreieck, beziehungsweise Sie kennen das aus der Einführung, das sogenannte Vokaldreieck, das sind halt die wichtigen Vokale, das sind auch die wichtigen romanischen Vokale, die in den romanischen Sprachen immer irgendwie eine Rolle spielen, mal mehr, mal weniger. I, E, Ä, A, O, O, U. Die hinteren sind gerundet, also O, O, U, das heißt, die Lippen sind rund dabei und bei I, E, Ä sind die Lippen breit und bei A, naja, so ein bisschen, also nicht sehr gerundet auf jeden Fall. Genau, also das sogenannte Vokaldreieck. Wenn man aber jetzt noch mehr Vokale dazu nimmt, dann ist das kein Dreieck mehr, sondern mehr so eine Art Trapez. Also hier haben Sie so ein maximales Vokaltrapez. Da oben sehen Sie zwei graue, ausgegraute Zeichen. Diese Zeichen gehören nicht zu den offiziellen IPA-Zeichen, die braucht man aber vielleicht doch. Das sind so marginale IPA-Zeichen für ganz bestimmte Sprachen. Aber wenn Sie sonst die meisten Sprachen beschreiben wollen, kommen Sie mit den übrigen Vokalzeichen aus. Also mindestens, wenn es um Vokale geht. Ne? Und da sind natürlich sehr viele exotische Laute, die wir vielleicht für die romanischen Sprachen gar nicht brauchen. Ne? Aber nochmal zur Übersicht. Also auf der einen Seite sind die hinten artikulierten, und zwar rechts, ganz rechts außen, die gerundeten und davor die ungerundeten. Die sind etwas exotisch. Also zum Beispiel das ungerundete U, also U ausgesprochen, U statt U, das braucht man, wenn man zum Beispiel Japanisch lernen will. Das Japanische hat kein gerundetes U, sondern nur ein ungerundetes. Das ist seltsam. Also eigentlich tendieren Vokale dazu, also das hintere wirklich möglichst immer gerundet werden, weil man sie dann besonders gut von den vorderen unterscheiden kann. Dass das nun gerade im Japanischen nicht so ist, und das Japanische einen ungerundeten Vokal hat, ist seltsam und lässt sich wahrscheinlich nur kulturell erklären, nämlich wahrscheinlich damit, also man weiß es nicht genau, warum das so gekommen ist, aber man könnte sich vorstellen, dass es daran gelegen hat, dass in Japan tatsächlich mal es unschicklich war, also tabuisiert war, die Lippen zu runden. Und deshalb ist möglicherweise das U entrundet worden und deshalb haben wir ein ungerundetes U. Also das ist seltsam. Wir haben eigentlich immer die Tendenz dazu, wenn wir wenig Vokale haben, dann haben die maximalen Kontrast. Das heißt, die hinteren sind immer gerundet und die vorderen sind ungerundet. Ja. So, bei den vorderen ist es so, dass die linken die ungerundeten wieder sind. I, E, 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 Ä, Ä, A. Und dahinter stehen jetzt hier bei uns die jeweils gerundeten Varianten. Also, Ü, das ist hier als Y dargestellt, I und Ü. Der Unterschied ist nur die Lippenrundung.
Ein bisschen seltsam für uns Deutsche, weil wir das Ü ja mit U Umlaut schreiben. Das hat aber mit dem U gar nichts zu tun. Die Franzosen schreiben nur U und sagen Ü. Aber es ist eben kein hinterer Vokal, es ist nur ein gerundeter Vokal, das ist der Zusammenhang zum U, aber er wird vorne artikuliert. Also I und Ü, die hängen enger zusammen als Ü und U. Die haben zwar die Lippenrundung gemeinsam, aber ich muss die Zunge woanders ansetzen. Wenn Sie das mal hintereinander sprechen, Ü, U, Ü, U, merken Sie, wie sich die Zunge bewegt. Während wenn Sie I, Ü sagen, merken Sie, dass sich nur die Lippen bewegen. Also, das sollten wir beachten. Natürlich dann auch für die Lautentwicklung. Ne? Da ist ja was passiert. Etymologisch war ja ursprünglich der mal ein U. Deshalb schreibt man ja im Französischen auch ein U, was dann zu Ü geworden ist. Also, das ist schon ziemlich interessant. Deshalb also, denken Sie dran, ne, das Ü, also hier Y geschrieben, ist ein vorderer, gerundeter Vokal. Das gleiche gilt für Ö. Dann haben wir Ö. Und dann da unten, das brauchen wir für Französische nicht, noch ein tieferes Ja, und dann aber noch Zentralvokale. Da interessiert uns in den romanischen Sprachen eigentlich nur einer. Und das ist der allermittigste hier, das sogenannte Schwa. Neutralvokal auch genannt oder Zentralvokal. Und Zentralvokal, weil er in der Mitte des Mundes artikuliert wird, ohne jegliche Rundungen oder so. Ne? Den brauchen wir im Französischen, ganz klar. Und den brauchen wir auch für viele, viele italienische Dialekte. Praktisch alle mittel- und süditalienischen Dialekte haben ein Ö. Und sogar der eine oder andere norditalienische. Ja, Französisch braucht das, aber die übrigen romanischen Sprachen haben das nicht. Also Spanischsprecher, gut, Portugiesisch. Entschuldigung, Portugiesisch hat auch zentrale Vokale. Das ist aber sehr kompliziert. Das lasse ich jetzt mal aus. Da gibt es nämlich mehrere zentrale Vokale. Da müssen wir wirklich in die volle Trickkiste hier greifen. Ja. Ja, für die Sprecher des Fränkischen noch unter uns, da gibt es natürlich noch mehr zentrale Vokale. Sie wissen, die Franken sagen danke, danke, danke. Ja, das ist ein bisschen zentralisiertes E. Das dürfte das andere umgekehrte E sein, was da genau kommt. Oder in Salat, 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 Salat. Das erste unbetonte E ist, das A ist leicht angehoben. Das ist halt dieses umgedrehte A, was wir da unten sehen. Salat im Fränkischen. Also wenn wir deutsche Dialekte beschreiben, müssen wir wirklich in die volle Trickkiste greifen. Brauchen wir sonst nicht. Doch, fürs Hochdeutsche müssen wir auch noch diese komischen da, auch mal auf diese komischen, dieses groß geschrieben, also kleine, der kleine Großbuchstabe I, kleiner Großbuchstabe Y vorne. Die brauchen wir auch noch, das ist das kurze I in Mitte, Mitte, Mitte. Wir nehmen das zu Miete, Miete, Mitte. Und Hüte ist das Y und das großgeschriebene Y darunter ist Hütte, Hütte, Ü. Das ist ein bisschen anders. Und das umgedrehte Omega brauchen wir da hinten auch. Das ist nämlich das kurze U im Deutschen. Ne? Also das lange U ist Mut, das kurze ist in Mutter. Die brauchen wir auch noch. Aber für die romanischen Sprachen sind die nutzlos. In den romanischen Sprachen haben wir immer nur diese vollen Vokale und nur diesen einen zentralisierten im Französischen, das sogenannte Schwa, was hier in der Mitte steht. Ja, hier ist noch eine andere Darstellung, die ist ein bisschen übersichtlicher. Da fehlen ein paar, die man nicht so braucht. Und da stehen auch nochmal die deutschen Bezeichnungen, also vordere Vokale, vorn eben, Zentralvokale und hintere Vokale, hinten. Ja. Und dann nochmal die Stellung der Zunge, hoch eben, geschlossener Vokal sagt man auch, oder fast geschlossener Vokal oder halb geschlossener Vokal. Halb geschlossen ist eben das E. Sagt man auch hoher mittlerer Vokal manchmal und dann offener mittlerer Vokal, ne, halb offen auch genannt, halb offen, Dann haben wir den fast offenen, den braucht man nur im Englischen und dann den offenen, offen. Ist eigentlich schwierig, wenn wir gerade über das Französische sprechen, wo manchmal A und A unterschieden werden, dann sagt man zu dem höheren A, also dem mit dem Bogen oben,
dass es eher geschlossen ist und das andere eher offen. Da gibt es nochmal einen Unterschied. Aber eigentlich sind die beide offen, genau genommen. Der eine ist nur weiter vorne, der andere ist weiter hinten. Aber es hat sich so ein bisschen so eine seltsame Nomenklatur verbreitet, wo man dann eben sagt, geschlossenes, offenes A. Also das vordere ist halt etwas weniger offen als das hintere. Das ist halt geschlossen, offen. Aber eigentlich ist es besser zu sagen, vorderes A, hinteres A. Ja, die hinteren Laute, das ungerundete U habe ich Ihnen ja schon vorgeführt, fürs Japanische braucht man das. Dann dieses umgedrehte Omega ist eben das deutsche kurze U. Dann haben wir das O. Da gibt es auch eine ungerundete Variante, die ist aber sehr selten in den Sprachen der Welt. Und dann haben wir das offene O. Da gibt es eine ungerundete Variante, die brauchen wir fürs Englische und so weiter, wie Club im Englischen. Das ist eigentlich ein ungerundetes O, ungerundetes offenes O. Und dann haben wir das offene A. Ja, also diese Laute sollten Sie alle kennen. Ach, einen habe ich vergessen. Den oberen Zentralvokal. Warum brauchen wir den? Ja, den brauchen wir zur Beschreibung des Rumänischen. Das Rumänische hat ein Schwa, hat aber auch einen hohen Vokal Ö. Ne? Den muss man auch kennen. Rumänier und so. Und dann kommt der vor. Und da ist also auch noch ein was seltsamer Laut. Aber mit den Vokalen kommen wir eigentlich für die romanischen Sprachen, einschließlich vieler Dialekte, gut hin. So, da haben wir jetzt immer über Artikulation gesprochen. Also auch diese Beschreibung, vorderer Vokal, hinterer Vokal, gibt halt die Position der Zunge an, im Mund. Deshalb ist das hier ganz klar artikulatorische Phonetik. Wie sieht es jetzt mit der akustischen Phonetik aus? Ja, da können wir natürlich Laute auch klassifizieren. Hier sehen Sie das. Da haben Sie jetzt ein Sonagramm. Das habe ich Ihnen ja vorhin schon angekündigt. Sonagramm, also da macht man Schallwellen sichtbar, ne, mit Hilfe eines Sonagraphen. Das Gerät heißt Sonagraph. Sonagraph ist so ein bisschen wie so ein Oszilloskop. Ne. Man kann da halt Schallwellen sichtbar machen. Sonagraph, der Lautschreiber eben. Und es entsteht dabei ein Sonagramm. Und Sonagramme sehen immer so aus, so wie hier. Also die Abbildung ist auch aus meiner Einführung. Und die Laute kann man jetzt klassifizieren durch sogenannte Formanten. Was hat es mit den Formanten auf sich? Das sind bestimmte Streifen im Sonagramm, wo besonders starke Schallfülle ist. Dass der Laut besteht aus einer Mischung von Obertönen, das ist so ein Konzept aus der Musik, da sind halt mehrere Töne übereinander gelagert. Und diese bilden diese Formanten. Und da merkt man, an der Stelle ist halt viel laut. Und je nachdem, wie die zusammenstehen, in welcher Konstellation, kann man Laute klassifizieren. Also wir sehen, das erste hier ist ein I. Da sehen Sie, beim I ist Formant 1 und Formant 2 weit auseinander, sehr gespreizt. Beim U Formant 1 und Formant 2 sehr dicht zusammen. Und beim A sind die auch dicht zusammen, da kann man sie praktisch nicht mehr unterscheiden. Und beim A ist die Schallfülle auch sonst sehr groß. Das heißt, sie haben sehr viel, also sehr viel Dunkel. Beim U nicht, beim U sieht man praktisch nur unten, darüber ist noch ein bisschen Bewegung, das wiederholt sich dann weiter oben, das ist dieses Prinzip der Obertöne. Und aber Formel 1 und Formel 2 sind halt dicht zusammen, bei A eben auch, also bei diesen, das A hat dann gewisse Ähnlichkeiten mit dem U. U hat natürlich auch Ähnlichkeiten mit dem I, aber da ist der Unterschied eben, dass die Formanten mal auseinander sind. Ja, wie das Ganze dann aussieht, ist hier mal zusammengeschrieben worden in einer Übersicht. Da ist auf der X-Achse haben wir den Formant 1 abgetragen und auf der Y-Achse den Formant 2. Und da sehen Sie eben Formant 1, Formant 2 relativ dicht zusammen. Das ist das U nach unten und relativ weit auseinander ist das I da oben. Da ist der eine Formant hoch und der andere Formant, also F1 ist niedrig, F2 ist hoch. Bei dem anderen U, bei dem kürzeren U, dem deutschen, Ü, genau. Das Ü ist halt praktisch dazwischen.
Also da ist nicht ganz so weit auseinander wie beim I. Sieht man also auch die Verwandtschaft zum U tatsächlich an dieser Stelle. Das ist zwischen U und I. Das Ü steht zwischen U und I, akustisch gesehen. Und das Gleiche haben wir dann auch nochmal bei den anderen O, Ö und E. Das Ö steht wieder dazwischen. Und das ist hier nicht mit Lautzeichen gemacht in dieser Abbildung, sondern mit orthografischen Zeichen, weil das mehr was für Musiker ist. A und A. Und dann haben wir Ä und hinten das A. Ja, wir sehen Grundfrequenz bei Männern und bei Frauen im Durchschnitt ein bisschen unterschiedlich. Genau, und für diejenigen, die sich mehr für Musik interessieren, kann man das Ganze auch musikalisch darstellen. Ich habe das hier mal gemacht, aber ich bin selber jetzt nicht der große Musiker und Akustiker. Ich kann Ihnen das nur zeigen, wenn Sie da Fragen haben. Also Sie können ja sicher, bahnen sich Ihre Fragen auf, können am Ende bestimmt noch 5 Minuten Fragen beantworten. Das ist aber für mich jetzt nicht so leicht zu erklären, wie das funktioniert. Das sind halt die beiden Formanten als Noten dargestellt, wie die sich zueinander verhalten. Und da sehen Sie eben U und I sind eben die beiden Formanten, die beiden Töne sehr weit auseinander. Das sind die Formanten dann jeweils als Noten dargestellt. Also Sie können das da so ein bisschen erkennen, wie das mit den Obertönen geht. Sie können das auch auf dem Klavier nachspielen. Sie sehen also, so ein Laut ist sehr komplex, besteht aus verschiedenen Obertönen. Das ist eigentlich ein Lautgemisch. Deshalb, also im Gehirn muss ganz viel passieren, dass wir dann genau sehen, ah, es ist ein I. Das ist schon sehr aufwendig. So viel zu den Vokalen. Jetzt kommen wir mal zu den Konsonanten. Und da sind diese berühmte Tabelle, die Sie natürlich auch überall finden. Das ist aus dem internationalen phonetischen Alphabet. Die geben alle paar Jahre eine neue Normierung heraus. Das ist auch Standard, ISO-Standard. Und da sind die Lautzeichen halt erläutert in so einer Tabelle, die natürlich wieder artikulatorisch aufgebaut ist und nicht akustisch. Gerade bei den Konsonanten macht man es eigentlich fast immer artikulatorisch. Ja, und diese ist von 2005, das ist auch die letzte verabschiedete Fassung. Und das sind jetzt hier nur die sogenannten pulmonalen Konsonanten, hier steht es auch auf Englisch, pulmonic consonants, also pulmonal. Was heißt das? Na, das sind eben die Konsonanten, die gebildet werden, wenn die Luft aus der Lunge strömt. Es gibt noch andere Laute, wo die Lunge nicht beteiligt ist. Die sind aber so exotisch, dass wir die für unsere romanischen Sprachen gar nicht brauchen. Nur der Vollständigkeit halber, hier sind sie mal aufgelistet, die nicht pulmonalen Konsonanten, pulmonic eben, non-pulmonic consonants, da haben wir sie, das sind einmal die sogenannten Schnalzlaute oder Klicks, die heißen auch auf Deutsch inzwischen Klicks, das ist allerdings ein Lehnwort, was die Phonetiker verwenden, eigentlich heißen sie Schnalzlaute, die kommen in manchen Sprachen vor. Da sind die Zeichen dazu, es gibt auch ein inoffizielles Zeichen, das Ausgegraute da, das ist ganz selten, aber die kommen halt vor. Also zum Beispiel die sogenannten Khoisan-Sprachen in Südafrika haben solche Schnalzlaute. Eine davon, die bekannteste, die Sie vielleicht aus dem Kreuzworträtsel kennen, ist Hossa, ich kann es nicht so gut, ich dürfte keine Pause dazwischen machen, zwischen dem Konsonanten und dem Vokal, Hossa. Ich kann es noch nicht, das muss man halt üben. Da wird also ein Hohlraum gebildet mit der Zunge. Also hinten geht die Zunge hoch, dann entsteht da ein Hohlraum, ein Vakuum wird aufgebaut und dann wird das Vakuum gelöst und dann fließt Luft ein, das gibt diesen Klickgeräusch. Also dieses Klickgeräusch. Dieser Laut, den ich Ihnen versucht habe vorzumachen, sicherlich nicht perfekt, Hossa ist der untere da, laterale alveolare Schnalzlaut, da steht noch fricated, das ist aber, sagt man heute glaube ich nicht mehr, wird einfach gesagt laterale alveolare Schnalzlaut oder Klick. Lateral steht ja auch in Klammern daneben. Ja, genau, das ist das Symbol dafür. Dann haben wir noch implosive. Implosive sind in den indischen Spracharealen sehr verbreitet, also Hindi hat das, aber auch andere Sprachen Indiens, die zum Teil nicht miteinander verwandt sind. Das ist ein areales Phänomen, dass es dort solche Laute gibt. Man hat sich von einer Sprache auf die andere übertragen, mit Hilfe von Sprachkontakt. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Also ganz bekannt natürlich der bilabiale Implosiv. Da wird Luft eingesaugt bei der Bildung des Lautes. Also sie schließen die Lippen, saugen Luft an und lassen dann die Lippen los. Ja, dabei müssen die Stimmbänder auch noch sich bewegen. Ja, und sie können das Palatal bilden, stimmlos. Und also Luft einsaugen, Vela geht das auch. Und Uvula auch, mache ich Ihnen jetzt nicht vor. Und Implosive, also das ist, und es gibt auch Retroflexe, naja, sind sie inoffiziell wieder. Ja, und aber die Ejektive. Die Ejektive sind auch areal zu finden im Kaukasus, also verschiedene, zum Teil auch nicht verwandte Sprachen im Kaukasus haben solche Ejektive. Die werden gebildet, indem man die Glottis verschließt und dann den Kehlkopf wie so einen Kolben nach oben presst und dadurch Luft ausstößt. Also nicht aus der Lunge kommt, sondern mit dem Kehlkopf. Kann ich nur sehr schwer, ich versuch's mal. Die klingen irgendwie so gedrängt. Also, mag das nicht so häufig machen, weil wird einem schlecht, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber wie gesagt, das sind auch ganz normale Sprachlaute in verschiedenen Sprachen im Kaukasusraum verbreitet. Also nur der Vollständigkeit halber, solche exotischen Laute brauchen wir für die romanischen Sprachen nicht. Was wir brauchen, sind halt die pulmonalen Konsonanten. Also Vokale sind immer pulmonal. Das sei nochmal so geklärt. Denn die pulmonalen Konsonanten, hier stehen sie ziemlich vollständig, die brauchen wir auch nicht alle. Aber wir können uns mal anschauen, wie diese Tabelle gemacht ist. Rechts haben wir immer die Art und Weise, wie ein Laut gebildet wird. Also die Artikulationsart. Explosive oder plosive steht hier. Plosive ist auch ein englisches Lehnwort, was ins Deutsche gekommen ist, auch erst in den letzten Jahren. Ursprünglich heißen die auf Deutsch explosive. Die Bezeichnung kommt auch von einem deutschen Phonetiker, explosiv. Und die konnte nicht ins Englische übersetzt werden, weil es da das Wort explosive schon gab. Dynamit, ne, Sprengstoff, explosive. Deshalb haben die Engländer dann plosiv gesagt, also plosive gesagt, ne, während die Deutschen explosiv gesagt haben und auch die Franzosen und so, die hatten alle kein Problem mit dem explosiv, aber eben die Briten. Und weil die Phonetik dann besonders in Großbritannien sehr wichtig geworden ist und auch in den USA, hat man aus dem Englischen dann das Lehnwort zurückgeholt und heute sagt man auch im Deutschen plosivlaut, obwohl es eigentlich explosivlaut heißen müsste. Gut. Aber sei es drum. Also, Plosivlaut. Das sind also die mit den Explosionen, wo man halt die Luft stoppt, loslässt und dann fließt der Luftstrom. Und wenn danach noch ein Vokal kommt, hört sich das eben entsprechend an. Ne? Pa, 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 pa zum Beispiel. Das P. Frikative, da wird so eine Enge gebildet, die Luft durchgepustet. Also hier der bilabiale Frikativ. Gleich der erste Laut hier. Stimmlos, bei Stimmlos. Und dann bekannter, also labiodental oder stimmhaft. Da wird eine Enge gebildet, die Luft wird durchgepustet und man hört irgendwas. Gut. Laterale Frikative, die brauchen wir jetzt für die Sprachen, die wir so im Allgemeinen machen, nicht. So keltische Sprachen. Anders und ist aber ist nicht so wichtig. Das sind die lateralen Frikative da. Nasale. Nasale, gerade die Leute, die sich mit Französisch beschäftigen, sagen da gerne Nasalkonsonanten, weil es im Französischen auch Nasalvokale gibt. Aber wenn man einfach nur Nasale sagt, sind damit immer die Konsonanten gemeint. Nasale, also Nasalkonsonanten, die sind hier auch aufgelistet. Und die werden gebildet, indem man das Gaumensegel senkt und die Luft durch die Nase strömen lässt. Bewusst kriegt man das nicht so gut hin, aber unbewusst geht das. Also können wir mal bewusst üben, das Gaumensegel zu senken. Es geht, wenn man es oft genug macht. Ja. Da die Luft dauerhaft durch die Nase strömt, sind das auch Dauerlaute. Das heißt, man hört sie dauernd. Dauerlaute. Im Gegensatz zu den explosiven B, das hört man nur kurz, hört man dauernd. Aber es sind beides Verschlusslaute. Bei B wird ein Verschluss gebildet, der gleiche Verschluss wird auch bei M gebildet. Die sind also sehr nah verwandt. M und B, der Unterschied ist nur, bei M kann die Luft durch die Nase fließen, deshalb Dauerlaut.
Bei B aber nur einmal kurz den Verschluss. Die Luft kann nicht fließen. Es ist halt gestoppt und dann lässt man es wieder los und dann hört man was. Dann haben wir die Vibranten. Vibranten, das sind eigentlich auch Dauerlaute, die halt durch Vibration hervorgebracht werden. Wenn man halt zwei Artikulatoren nah zusammenbringt, da Luft durchströmen lässt, fangen die an zu vibrieren. Also mit den Lippen kann man schön vormachen. Das ist das erste Zeichen, was wir da haben. Und natürlich dann auch mit der Zungenspitze. Oder hinten mit dem Zöpfchen. Wie bei Edith Piaf. Heute wird das im Französischen nicht mehr verwendet, aber bis vor kurzem, heute noch, natürlich im Theater in Frankreich wird es schon noch verwendet. Also dieses Uvula. Ja. So, dann haben wir noch Laute, die so ähnlich sind, da wird nicht vibriert, sondern die Artikulatoren werden einmal ganz kurz genähert, so aneinander getippt. Das heißt auch Tap oder Flap. Und am bekanntesten das R. Ne? Spanisch Pedo, der Hund. Der Hund ist ja mit langem R. Pedo, aber, ja, genau. Lange R, Pedro ist der Hund. Hier haben wir nur einmal kurz bei Pedo, aber. Gibt es auch noch Retroflex, das brauchen wir nicht. Bei italienischen Dialekte brauchen wir das. Und hier das komische Labiodentale, brauchen wir auch nicht. Ja, ich kenne allerdings eine italienische Sprecherin, die das macht, weil sie kein Zungenspitzen-R kann. Naja, aber kommt halt, ist halt normalerweise in romanischen Sprachen nicht verbreitet. Dann kommen wir zu den laterale Flaps, lassen wir mal aus. Ganz exotisch, da wird mit der Seite der Zunge geflappt. Und dann haben wir die Approximanten. Approximanten sind so Laute, bei denen die Artikulatoren approximiert werden, also angenähert werden. Aber sie werden halt nur leicht angenähert. Da gibt es keinen richtigen Verschluss. Es ist nicht wie beim Frikativ, wo da irgendwie die Luft durchströmt und es so ein seltsames Geräusch gibt. Die werden halt nur ein bisschen angenähert. Das ist typischerweise bei den Halbvokalen so. Einer ist hier abgebildet. Jetzt kommen noch die anderen Halbvokale nachher. Die schiebe ich nach. Der palatale Halbvokal, hier, als J geschrieben, hier. Die anderen Approximanten sind vielleicht weniger bekannt, die brauchen wir auch nicht so für die romanischen Sprachen. Oder so einen velaren Approximanten, gibt es halt nicht in vielen Sprachen. Ja, dann gibt es auch laterale Approximanten, die sind natürlich auch wichtig. Das ist natürlich, sind also die Laterale auch genannt, das L ganz bekannt, L. Und auch das palatale L, hier, das ist dieses umgekehrte Y, das manche Leute mit dem Lambda verwechseln, ist aber ein umgedrehtes Y, wenn Sie genau hinschauen. Und Vela, dieses große L. Das brauchen wir eventuell im Katalanischen. Da müssen wir nochmal gucken, ob das wirklich damit transkribiert oder anders. Gucken wir nämlich gleich noch zu anderen Lauten. So, ja, oben stehen jetzt die Artikulationsstellen oder der Artikulationsort. Aber wenn man das hier Artikulationsart nennt, dann ist es immer schlecht, von Artikulationsort zu sprechen, weil Art und Ort so ähnlich klingen. Deshalb sagt man im Deutschen gerne Artikulationsart und Artikulationsstelle, damit man Art und Ort nicht verwechselt. So, da stehen also jetzt die Artikulationsstellen und das geht bei den Lippen los und endet ganz hinten bei der Glottis. Also es geht sozusagen von vorne nach hinten. Durch, die werden nochmal zusammengefasst. Die vorderen beiden, bilabial mit beiden Lippen, zwei Lippen, labiodental, Lippe und Zähne, werden als labial zusammengefasst. Dann kommen die sogenannten Koronallaute, da wird der Kranz der Zunge, Corona heißt es, der Kranz der Zunge oder die Krone, wenn man so will, die wird verwendet, also entweder die Zungenspitze oder die Seite der Zunge. Und deshalb koronal. Dorsal ist der Zungenrücken und radikal die Zungenwurzel. Radix die Wurzel. Radikal, da gibt es dann nur die Pharyngallaute, also die Rachenlaute. Pharynx ist der Rachen.
Und Laryngal, Larynx, der Kehlkopf, da gibt es eben die Kehlkopflaute, Kehlkopfverschlusslaut und Kehlkopfreibelaut. Kehlkopfverschlusslaut kennen Sie aus dem Deutschen, das ist dieser sogenannte harte Einsatz. Wenn ich ein sage, ein, auf Deutsch ein, da ist vorne noch so ein Konsonant davor, den man nicht schreibt, den man aber sehr wohl hört und den Sie sich schnell abgewöhnen sollten in den romanischen Sprachen, da gibt es den nämlich nicht. Und genauso wenig gibt es in den romanischen Sprachen ein H, also nur ganz selten, im Rumänischen und im Gaskonischen. Das ist dann wieder anders entstanden im Gaskonischen. Im Rumänischen kommt es aus Lehnwörtern, aus ungarischen und deutschen Lehnwörtern. Das H und sonst nicht sehr romanisch. Das liegt daran, dass im Lateinischen schon, aber schon zur Zeit Ciceros, also im klassischen Latein, ist das H schon verschwunden. Das wissen wir, weil Cicero eben berichtet über die Redner in seinem Buch De Oratore, über den Redner, dass es viele Redner gibt, die das mit dem H nicht können, die nicht wissen, wo man vielleicht ein H setzen muss. Also es galt als schick, wenn man offiziell sprach, sowas zu sprechen, aber die Leute sprachen das sonst nicht mehr im alltäglichen Leben. Und da wussten halt die Leute nicht, heißt es nun Ora oder Hora. Man sagten eben die ungebildeten Redner Ora, wenn sie die Stunde meinten, die Hora heißt. Und wenn sie beten meinten, oder bete, meinten sie, sagt sie Hora, und wenn es Ora heißt, und Orare beten und nicht Horare. Darüber macht sich Cicero lustig, das heißt, wir wissen schon, in der Zeit des klassischen Lateins ist das H praktisch weg und deshalb ist es auch in keinen romanischen Sprachen angekommen. Und wenn Sie das systematisch sehen, sehen Sie eben diese laryngale Artikulation, die schwierig ist. Also mit der Glottis da was zu machen, ist wirklich schwierig. Also ein H zu sprechen, ist schwierig. Sie können es ja mal, also Sie können ja mal jemanden fragen, der eben aus einer romanischen Sprache kommt, ein H zu sprechen, das fällt denen schwer. Sehr interessant bei Franzosen, die machen sich da große Mühen, ein H zu sprechen, obwohl es im Französischen sogar Wörter mit H gibt, nämlich Interjektion, hopp zum Beispiel. Und da geht es dann. Alle hopp, da können die ein H sagen, aber wenn es drauf ankommt, dann geht es nicht. Oder auch Italiener hört man oft, wenn die dann sagen, sehr geehrte statt sehr geehrte. Das liegt daran, da kommen zwei Vokale aufeinander. Geehrt. Im Deutschen machen wir da diesen Verschlusslaut. Der ist halt schwierig. Sehr geehrt kennen halt Leute nicht, die den nicht haben in der eigenen Sprache. Und dann denken sie, müssen sie was dazwischen machen, dann machen sie ein H dazwischen und dann heißt das sehr geehrte. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Ja, also Sie sehen, das ist schwierig. Also glottale Laute sind sehr schwierig. Ja, kommen wir noch zu den anderen. Also, immer noch mal unterteilt. Also bilabial habe ich schon genannt. P und B fallen da ein. Darunter sind exotische, den stimmhaften R brauchen wir für Spanische. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht, außer wenn Sie bestimmte Varietäten des Deutschen sprechen. Also im norddeutschen Standarddeutsch, also wenn Sie das so sprechen wollen, da sagen die Leute tatsächlich Schwester, Schwester. Ja, mit einem Schwester. Ja. Hier sagen die Leute, glaube ich, Schwester. Richtig. Mit Labiolital, glaube ich, das, was man hier mit V transkribiert, Schwester. Aber in Norddeutschland Schwester, Schwester. Also dieser bilabiale Frikativ. Ja, gut, labiodental ist eh klar, nasal ist klar und der labiodentale, den brauchen wir vor allen Dingen im Spanischen vor F. Da kommt dann der zum Tragen. So ein bisschen im Italienischen auch, als Variante von M. Ja, dann haben wir Vibranten. Habe ich ja vorhin gemacht, das brauchen wir aber nicht, die anderen brauchen wir auch nicht. Gehen wir also gleich weiter zu den Dentalen. Machen wir den Spanischen auch. Und dann kommen die alveolaren Laute, die ja manchmal auch als postdental bezeichnet werden. Je nachdem, im Romanischen sind die ein bisschen weiter vorne als im Deutschen artikuliert. T und D. Aber in den meisten romanischen Sprachen etwas weiter vorne als im Deutschen. Und dann die Frikative dazu. Ja, Laterale haben wir nicht in den meisten Sprachen. Ist der dazugehörige Nasal. Dann das Zungenspitzen-R. Und dann haben wir noch ein einfaches Flap-R im Spanischen.
Flaps lassen wir mal weg, Approximanten passen da auch nicht. Ja, und dann kommen wir zu den Postalveolaren. Das postalveare Stimmlose. Der erste ist immer stimmlos, der zweite stimmhaft. Stimmhaft. Ja, hier. Okay, und natürlich sagen gleich die Spanischsprecher im Moment, es gibt doch zwei S, es gibt doch das und das, was irgendwie zwischen S und Sch anzusiedeln ist. Kommen wir gleich noch drauf. Das ist hier nicht mehr untergebracht in der Tabelle. Das gibt es aber natürlich auch. Ja. Retroflexlaute brauchen wir für italienische Dialekte. Italienische Dialekte. Da gibt es halt dieses D, Beddu in Sardinien, Beddu oder auch in Sizilien. Da wird die Zunge nach hinten geklappt. Das entspricht dem L. Und Bello, Bello wird so Beddu. Zunge nach hinten geklappt und stimmhaft. Das ist dieses D mit dem Schwanz dran. Das T mit dem Schwanz dran ist die stimmlose Variante. Die haben wir aber meines Wissens nicht in romanischen Sprachen. Gibt es auch noch bei Frikativen, denen gibt es auch noch Retroflexe. Warum soll man jetzt nicht weiter zu interessieren? Retroflexes N gibt es eigentlich nicht in den romanischen Sprachen, soweit mir bekannt ist. Aber es gibt Leute, die malen das, meinen ein anderes N. Ne? Und denken Sie dran, wenn der Schwanz hinten nach hinten geht bei dem N, dann ist es Retroflex, das ist nicht gemeint. Was Sie brauchen, oft ist ein palatales N, da ist der Schwanz vorne und geht nach vorne, oder ein velares, der Schwanz hinten geht aber auch nach vorne. Also achten Sie darauf, dass Sie sich da nicht vertun, ja, wenn Sie mal transkribieren müssen. So, Palatallaute brauchen wir für das Italienische, C und G, dieses umgekehrte F an der Stelle. Es gibt auch Frikative dazu. Das brauchen wir für das Deutsche. Das ist dieses C mit dem Cedillo unten dran. Das brauchen wir für das Deutsche. Und die Stimme auf der Variante brauchen wir. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, doch. Doch, brauchen wir schon. Ja, nee, doch nicht so richtig. Das ist zu palatal. Nee, nee. Wir haben postalveolares. Journalist zum Beispiel. Das ist neben dem Sch, das Sch postalveolar und nicht palatal. Aber wir haben palatales Sch in Kirche und so. Stimmlos. Gut, was haben wir dann? Dann sind wir schon im Velarenbereich. Velar, natürlich die Verschlussworte K und G. Achten Sie darauf, denken Sie daran, dass wenn Sie ein G als Lautschrift machen, dann sieht das immer so aus, wie da dargestellt. Also immer wie so eine kleine 9. Nicht den Bogen zumachen unten. Das wäre dann möglicherweise ein anderer Laut. Und wenn Sie irgendwie mit Computern arbeiten, da gibt es noch andere Gs, die nicht so aussehen. Es muss immer dieses G sein. Und die frikative Variante R brauchen wir dann auch für Spanische. Ja, klar. Dann gibt es die uvularen Laute. Da interessieren uns nicht die explosive oder plosive. Die brauchen wir nicht. Aber wir brauchen die Frikative. Frikativ fürs Französische. La porte, die Tür, la porte, das ist dieses langgezogene X. Ja. Im Uvularbereich. Jetzt mal wechseln mit den Frikativen. Das X, das Frikative brauchen wir im Deutschen wieder. Und das Uvulare brauchen wir halt dann im Französischen für porte. Das ist eine Variante von R. Und das normale R im Französischen ist halt hier auch eigentlich Frikativ. In rar zum Beispiel, rar. Das ist dieses umgedrehte R. Ja. Frikativer uvular. Ja. Uvulares N braucht man manchmal bei Assimilationen im Spanischen. Aber eher selten. Das ist ein Großbuchstabe. Ja, uvulara vibrant, nur in der französischen Theatersprache noch. Dann sind wir bei den Pharyngalen. Die brauchen wir eigentlich nicht, die Pharyngale. Das sind so Rachenlaute, also stimmlos. Oh, und stimmhaft. Brauchen wir nicht. Und dann die Laryngale, wie gesagt, die habe ich ja schon erwähnt. Die laryngalen Verschlusslaut brauchen wir fürs Deutsche. Und auch den laryngalen oder glottalen Frikativ. Ja. Dann gibt es noch andere Laute. Im Deutschen brauchen wir noch
sogenannte Afrikarten, also eine Afrikarte, mehrere Afrikarten zum Beispiel. Na, wird hier mit so einem Bogen geschrieben, im Deutschen und im Italienischen Z. Na, im Italienischen auch noch Z. Na, Tsch, auch noch J. Ja, und dann haben wir noch welche, auf die ich gleich noch kommen werde. Die werden hier immer mit so einem Bogen geschrieben. Sie müssen das aber nicht mit so einem Bogen schreiben. Also wenn Sie handschriftlich schreiben, ist es manchmal ganz geschickt mit so einem Bogen. Sie können auch, das ist die neuere Tendenz, Sie können die auch zusammenschreiben als ein Buchstabe. In den meisten Computerzeichensätzen sind die auch drin als Buchstabe. Sie sehen, das hängt dicht zusammen. Das T geht mit dem S zusammen, das D mit dem Z, das Tsch, das T mit dem Sch geht zusammen, das Nsch. Dann können Sie sich den Bogen sparen, wenn das so in einem Buchstaben geschrieben ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Variante, die ist inzwischen verbreiteter als diese mit dem Bogen, weil das mit dem Bogen, mit dem Computer immer ganz schwierig ist. Das können Sie besser handschriftlich machen. Aber mit dem Computer da irgendwie so einen Bogen drüber zu kriegen, ist halt schwierig. Deshalb macht man jetzt mehr diese zusammengeschriebenen Laute. So, das sind die Afrikarten. Dann gibt es noch velarisierte Laterale. Das ist so ein bisschen das L, was ich für das Katalanische schon erwähnt habe. Aber da kann man sich streiten. Es ist möglicherweise ein richtiges velares L und nicht ein velarisierter Lateral. Der velarisierte ist dann doch vorne artikuliert und hat nur hinten noch so eine Zusatzartikulation. Also möglicherweise ist, also da streiten sich die Geister. Also möglicherweise ist das hier genauer fürs Katalanische. Oh, ne? Oder fürs Deutsche. Kölle, 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 Kölle. Köln eben, die Kölner sagen Köln, ich will. Und das ist, auf Katalanisch hat man das auch. Und da ist eben die Frage, ist der velarisiert, ist das ein normaler Lateral, der vorne artikuliert wird und hinten wird die Zunge noch nach oben gehoben oder wird sie nur hinten nach oben gehoben? Da kann man sich streiten. Im Deutschen, in den deutschen Dialekten ist es wohl eher velarisiert, im Katalanischen je nachdem, wie man spricht, zugrunde liegen vielleicht doch hinten und dann doch wieder velarisiert. Also es gibt beide Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, die häufige Transkription, L mit so einem Bogen dadurch. Dann haben wir die alveopalatalen Frikative, die stimmlose Variante. Brauchen wir? Die brauchen wir nämlich fürs Spanische. Und die stimmhafte brauchen wir eigentlich nicht für die romanische Sprache. Und dann haben wir noch die gerundeten Halbvokale. Aber bevor wir auf die kommen, noch eben ein Hinweis. Die meisten Spanisch-Lehrbücher verwenden nicht dieses C mit dem Haken, weil das irgendwie eben so falsch aussieht, nicht nach S aussieht. Die nehmen dann ein S und machen da unten so ein CD hier dran oder auch so ein Komma unten dran. Also das ist so die Konvention, die man meistens findet. Deshalb sage ich Ihnen das, das sollten Sie vielleicht auch so machen, wenn Sie Spanisch studieren. Nur denken Sie daran, das ist kein offizielles IPA-Zeichen. Wenn Sie wirklich konsequent offiziell IPA machen und schreiben wollen, dann ist das dieses C mit diesem Kringel unten dran. Ne? Aber wie gesagt, viele nehmen ein S und machen unten so ein CD oder ein Komma dran. Ne? Im Spanischen. Ja, und dann haben wir noch die gerundeten Halbvokale. Die passen nicht in die Tabelle. Das J, was wir da drin hatten, ist nicht gerundet. Es gibt aber gerundete Halbvokale. U und U. Ui. Kann man alleine nicht gut sprechen. Da muss man einen anderen Laut dahinter sprechen. Zum Beispiel I. Ui ist das vordere. Und Ui, hier das, hinten, das hintere in dieser Auflistung. Ein bisschen seltsam ist das. Denn das, was hier vorne steht, ist eigentlich das velare, ne? Ui, und das hintere, ui, ui, also das I steht da nicht. Nur ich kann halt einen Halbvokal nicht bilden ohne ein Vokal dahinter. Ui ist der palatale, die palatale Variante. Deutsche tun sich immer schwer mit dem ui, weil sie das nicht kennen, obwohl das eigentlich nicht so schwer ist. Ne? Also für diejenigen, die Französisch machen unter ihnen, ist das eigentlich ein ganz einfacher Laut. Sie müssen einfach nur ein I sprechen und die Lippen dabei rund machen und dann gerade ziehen. Ui, da haben wir es. Ui. Bei dem Ui
Das ist ein bisschen schwieriger auszusprechen, da müssen Sie halt die Zunge auch noch verschieben, zum I hin. Ja, also wie gesagt, die kommen vor I vor, können aber auch vor anderen Lauten vorkommen. Im Französischen kommt das Ui, also der palatale Halbvokal, nur vor I vor, deshalb spricht man das meistens so. Ja, also damit haben Sie einen Überblick über die Lautzeichen, gucken Sie sich das nochmal an. Ich habe das ja auch nochmal als Tabelle Ihnen als Material zur Verfügung gestellt, denn diese Lautzeichen sollten Sie beherrschen, denn die kommen jetzt dauernd vor. Und dann kann ich nicht jedes Mal sagen, was es genau ist. Da müssen Sie also es gut können. Und diejenigen, die im Seminar sind, müssen ja sowieso Transkriptionen machen. Von daher ist es gut, wenn Sie das alles kennen. Wie gesagt, ich orientiere mich hier immer an IPA oder API. Es gibt andere Transkriptionssysteme. Es gibt hybride Formen. Wir haben das ja auch gesehen. Wir diese Geschichte mit dem S, das ist schon irgendwie hybride, kommt vor, wird gemacht. Aber im Zweifel ist natürlich das ausschlaggebend, was wir im IPA haben, weil das eben standardisiert ist. Deshalb wird das eben auch immer wieder genommen in der Sprachwissenschaft. Wir werden es aber teilweise natürlich auch hier mit Arbeiten zu tun haben, die dieses System nicht verwenden. Deshalb müssen Sie auch mal was anderes anschauen, aber mit dem fahren Sie auf jeden Fall gut und richtig. Ja, damit bin ich für heute durch. Und ja, Fragen können wir danach beantworten oder vielleicht auch nächste Woche. Ja, vielen Dank.